Wir sind heute im Lichtenberg-Kolleg. Wir betrachten innerhalb der Analysis die sogenannten Extremalprobleme. Ich will heute einen Algorithmus für das Vorgehen dieser Aufgaben geben. Unser Lehrbuch ist der MA1-Kurs im Moment aus dem Cornelsen-Verlag von den Herren Bigalke und Köhler. So, Frage wäre, wie gehen wir vor bei der Berechnung von Extremalproblemen? Wir benötigen aus der Thematik eine sogenannte Hauptbedingung. Dann brauche ich eine Nebenbedingung. Dann ergibt sich aus diesen beiden Bedingungen eine sogenannte Zielfunktion, die ich so bearbeite, dass ich dann die Extremalrechnung durchführe. Das heißt, wir benutzen dann unsere Problematik, die wir auch hatten bei der Kurvendiskussion. Wir brauchen die erste und zweite Ableitung, überprüfen die notwendige und hinreichende Bedingung und dann werden wir das sehen. So, wir werden das Ganze anhand eines Beispiels durchführen und dieses Beispiel liest uns jetzt nochmal Maruan laut und deutlich vor. Bitte schön, Junge. Ein Gärtner besitzt Umrandungssteine für eine Strecke von 10 Metern. Er möchte damit ein kreisförmiges Rosen- und ein quadratisches Tulpenbeet abgrenzen. Welche Maße R und X sollten diese Beete erhalten, wenn die Gesamtfläche und damit der Pflanzenbedarf möglichst klein ausfallen soll? Ja, danke. Die Aufgabe finden wir auch hier vorne. Jetzt gehen wir ein ganz klein bisschen rüber mit der Kamera. Ich habe hier nochmal eine Skizze angegeben. Wir haben also ein kreisförmiges Gebilde und ein quadratisches. Das sollen die Umrandungssteine sein. Radius, das soll ein Quadrat sein, deshalb sind die beiden Seiten mit X gekennzeichnet. So, jetzt unsere Hauptbedingung, das hier, besteht darin, dass ich eine Formel für die Gesamtfläche betrachte. Wir haben als Gesamtfläche einen Kreis, der berechnet sich aus πr², die Fläche. Und wir haben ein Quadrat, das berechnet sich aus x mal x. Also würde die Hauptbedingung lauten a gleich πr² plus x². Das ist aber, Jasmin, eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Nämlich r kennen wir nicht und x kennen wir nicht. Deshalb versuche ich mit Hilfe einer Nebenbedingung dann zu einer Gleichung zu kommen mit nur einer Variable. So, die Nebenbedingung wäre doch, dass der Umfang von beiden Flächen 10 Meter beträgt. Der Umfang des Kreises ist aber 2πr, ist die Umfangsformel. Und der Umfang des Quadrates sind 4 mal Seite x, also plus 4x. Und das Ganze soll 10 sein, nämlich 10 Meter. Nochmal, 2πr ist der Kreisumfang und 4 mal x sind die Seiten, das ist der Umfang des Quadrates. Das ist 10. Jetzt löse ich das nach x auf, erstmal nach 4x, dann muss ich 2πr subtrahieren. Das Ganze dann durch 4 geteilt, liefert mir 2,5 minus 0,5πr. Das ist mein x-Wert, den brauche ich nachher. So, jetzt gehen wir weiter, Kamera ein bisschen rüber. Hier. Meine Zielfunktion würde jetzt darin bestehen, dass ich mir eine Funktion schaffe, bei der nur noch eine Variable ist, nämlich das r. Deshalb schreibe ich hier a von r. Dann hätte ich ja wiederum πr², da haben wir das r. Und für x² schreibe ich jetzt, x haben wir ausgerechnet, 2,5 minus 0,5πr, aber in Klammern zum Quadrat. Das ist eine binomische Formel. Ausgerechnet liefert das πr². Jetzt Quadrat von 2,5 ist 6,25.
dann kommt minus 2πr, also 2 bei dem sind 5, bei dem sind 2,5πr und dann das Quadrat von dem Wert. 0,5 zum Quadrat sind 0,25 Pi Quadrat R Quadrat. So. Das fasse ich ein bisschen zusammen, indem ich einmal hier das R Quadrat ausklammere, dann haben wir R Quadrat mal Pi und wo war hier noch der Wert? 0,25 Pi Quadrat. Okay. Dann nehmen wir die Extreme.